Aber die Notwendigkeit dieses Einsatzes, sie ist auch ein alarmierendes Zeichen dafür, wie sehr unser politisches System und unser Rechtsstaat vor allem von rechtsextremistischen Gruppen bedroht und angegriffen wird. Der Einsatz gegen Demokratiefeinde ist außerdem eine nachdrückliche Mahnung, dass Demokratie in Deutschland keine Selbstverständlichkeit ist, dass Demokratie täglich gelebt und täglich verteidigt werden muss. Und das wird noch deutlicher, wenn wir mal zurückschauen. 2022 jähren sich nicht nur die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal, sondern auch der rassistische Brandanschlag in Mölln, bei dem zwei junge Mädchen und eine Frau umgekommen sind. Ein Jahr später zündeten vier junge Rechtsextreme ein Wohnhaus in Solingen an. Fünf Menschen verloren damals ihr Leben. Die Enttarnung des nationalsozialistischen Untergrundes liegt 11 Jahre zurück. Der antisemitische Anschlag von Halle 3 Jahre. Ebenfalls 2019 ermordete ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungsdirektor Walter Lübcke. Im Februar 2020 tötete ein rechtsextremer Rassist in Hanau willkürlich 10 Menschen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. In den vergangenen Jahren haben nicht nur die tätlichen Angriffe rechtsextremer Gruppen und Täter zugenommen. Rassismus, Antisemitismus, Islam, Queer- und Frauenfeindlichkeit bedrohen unser gesellschaftliches Miteinander. Und dazu kommen islamistischer Extremismus, Linksextremismus sowie Hass im Netz, Fake News und zwischen auch Wissenschaftsleugnung. Und immer wieder die Versuche, den Staat grundsätzlich zu delegitimieren. Die Bundesregierung ist sich der vielen Bedrohungen bewusst. Und wir sind umso entschlossener, unsere Demokratie und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Politik und Verwaltung können das allerdings nicht alleine leisten. Eine lebendige Demokratie kann eben nicht von oben verordnet werden. Sie muss aus Überzeugung gelebt werden. Sie lebt von und durch Menschen, die ihre Interessen in den Institutionen der repräsentativen Demokratie vertreten und sich in Initiativen, in Vereinen, in Organisationen für ein vielfältiges und gewaltfreies Miteinander einsetzen. Angesichts einer zunehmenden Polarisierung und Radikalisierung, angesichts der Instrumentalisierung von Meinungen, angesichts von Hass, Hetze und Gewalt, benötigt die engagierte Zivilgesellschaft jede Unterstützung, die wir ihr geben können. In Krisenzeiten mehr denn je. Und dafür haben wir heute einen wichtigen Schritt gemacht. Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Demokratiefördergesetzes beschlossen. Damit haben wir zum ersten Mal einen gesetzlichen Auftrag für den Bund geschaffen, zivilgesellschaftliches Engagement und politische Bildung in seiner Qualität zu erhalten und zu stärken. Ein solches Gesetz hat es bisher in Deutschland nicht gegeben. Was wollen wir mit dem Gesetz erreichen? Wir schaffen einen rechtlichen und damit verbindlichen Rahmen für die Demokratieförderung, für die Gestaltung der Vielfalt, für Extremismusprävention und politische Bildung. Der Bund erhält erstmals eine gesetzliche Grundlage, um die eigenen Maßnahmen durchzuführen und um eben auch zivilgesellschaftliche Projekte in dem Bereich zu fördern. Durch das Gesetz können wir Maßnahmen längerfristiger und bedarfsorientierter als bisher fördern und das auch altersunabhängig. Das Gesetz sichert eine angemessene Finanzierung nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes und um Transparenz und qualitative Weiterentwicklung zu erhöhen, wird die Bundesregierung den Deutschen Bundestag einmal pro Wahlperiode einen Bericht über die Durchführung und Wirksamkeit der Maßnahmen vorlegen. So steht es im Gesetzentwurf. Was mir dabei besonders wichtig ist, mit dem Demokratiefördergesetz schaffen wir mehr Planungssicherheit für die geförderten Initiativen und Projekten. Wir stellen ihre wichtige Arbeit auf eine stabilere und auf eine nachhaltigere Grundlage. Die vorhandenen und bewährten Strukturen können aufrechterhalten und sie können weiterentwickelt werden. Anders als bisher soll es aber auch möglich sein, mit bedarfsorientierten Fördermaßnahmen schnell und flexibel auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, was nötig ist, wie uns die letzten Jahre gezeigt haben. Welche Verbesserungen bringt das Gesetz nun konkret? Ich will Ihnen drei Beispiele nennen. Die Begleitung von Beratung von Betroffenen rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt, sie dauert oft Jahre. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Opfer traumatisiert wurden oder Gerichtsprozesse geführt werden. Hier ist eine längerfristige Förderung der Träger besonders wichtig, um die Unterstützung der Opfer sicherzustellen. Das ermöglichen wir jetzt mit dem Gesetz.
Auch die Beratung der mobilen Beratung können wir mit diesem Gesetz weiterentwickeln. Ein Beispiel: Die mobile Beratung im Land Brandenburg hat vor einigen Jahren rund 2000 Bedienstete der Landes- und Kommunalverwaltung im Umgang mit Reichsbürgern geschult und 2015 das erste Handbuch dazu herausgegeben. Das breite Fachwissen und die professionelle Arbeit kann jetzt in ein längerfristigeres Unterstützungsangebot eingebracht werden. Und wie wichtig die Arbeit damals schon war, das wissen wir spätestens seit letzter Woche. Weiteres Beispiel: Digitale Gewalt in Form von Bedrohungen, Beschimpfungen und Verleugnungen im Internet sind ein massives Problem. Personen des öffentlichen Lebens, PolitikerInnen, aber auch Verwaltungsangestellte, aber auch zivilgesellschaftlich engagierte Menschen müssen ihrer Arbeit nachgehen können, ohne Furcht vor Hass und Hetze im Netz. Auf Basis des heute vorgelegten Demokratiefördergesetzes können wir die bisherige Beratung zum Beispiel durch Hate Aid gemeinsam mit weiteren Organisationen zu einem bundesweiten Angebot ausbauen. Werte Zuhörende, wir können und werden nicht dabei zusehen, wie Populisten und Extremisten unsere Gesellschaft polarisieren und die politische Grundordnung unseres Staates attackieren. Wir müssen diejenigen, die sich jeden Tag aufs Neue der menschenverachtenden Ideologie der Täter mit aller Kraft und Überzeugung entgegenstellen, unterstützen. Aber wir wollen auch denjenigen den Rücken stärken, die unsere vielfältige Demokratie mit ihrem Engagement stärken und schützen. Mit dem Demokratiefördergesetz stärken wir diese Menschen, ihre Arbeit und damit unser aller Demokratie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Paus. Frau Faeser, bitte. Vielen Dank, Herr Feldhoff. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Meine Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für die Demokratie. Es ist uns gelungen, was viele Jahre leider nicht möglich war. Das Bundeskabinett hat, wie meine Kollegin gesagt hat, heute Morgen das Gesetz zur Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politische Bildung beschlossen, das Demokratiefördergesetz. Gelungen ist uns das in gemeinsamer Federführung zwischen dem Bundesfamilienministerium und dem Bundesinnenministerin. Dafür darf ich dir nochmal herzlich danken, liebe Lisa. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Wir alle, meine Damen und Herren, haben das Glück, in einer funktionierenden Demokratie im Herzen Europas zu leben, in Freiheit und unter dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Grundgesetzes. Lange Zeit lebten wir auch in dem Glauben, dass diese Demokratie selbstverständlich ist. Dieses Jahr mit seinen Bedrohungen im Äußeren, mit dem furchtbaren Angriffskrieg in der Ukraine durch Russland und im Inneren zeigt jedoch, wir müssen unsere Demokratie aktiv schützen. Deshalb will ich ganz klar sagen, wir wehren uns mit aller Härte gegen Verfassungsfeinde und wir stärken unsere Demokratie von innen heraus. Denn unser Staat hat Feinde. Frau Paus hat viele davon eben aufgeführt. Unsere Sicherheitsbehörden haben vor einer Woche das bisher größte mutmaßliche Terrornetzwerk von Reichsbürgern aufgedeckt. Diese Staatsfeinde wollten unseren Staat mit Waffengewalt ins Wanken bringen. Das wird niemandem gelingen. Aber die Verschwörungsideologien, die gewaltsame Umsturzfantasien, der Besitz vieler Waffen, all das ist brandgefährlich. Wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit Terrorverdächtigen. Mehr als 3000 Polizeikräfte, darunter viele Spezialeinheiten, unter anderem die GSG 9, waren in diesem hochgefährlichen Einsatz. Ich bin stolz auf die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die unsere Demokratie schützen und darf mich nochmal herzlich für diesen großartigen Einsatz bedanken. Und ich bin froh, dass nichts passiert ist. Ich habe es bei meinem Amtsantritt bereits gesagt und ich sage es auch heute. Die größte Bedrohung für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Wir müssen den Rechtsextremismus und alle anderen Formen von Extremismus und Demokratiefeindlichkeit entschlossen bekämpfen. Dabei muss staatliches Handeln sowohl präventiv als auch repressiv sein. Für mich gehört immer beides zusammen, Prävention und Härte. Unsere demokratische Zivilgesellschaft ist eines der stärksten Bollwerke gegen den Extremismus oder andersrum ausgedrückt, der Schutz unserer Demokratie kann ohne die Bürgerinnen und Bürger und ohne eine lebendige und engagierte Zivilgesellschaft nicht gelingen. Deshalb ist unser zentrales Anliegen mit dem Demokratiefördergesetz, die demokratische Zivilgesellschaft langfristig und nachhaltig zu stärken. Bürgerinnen und Bürger, die in Zeiten der Pandemie begonnen haben, an der Demokratie zu zweifeln, wollen wir wieder für die Demokratie zurückgewinnen.
Mit dem Demokratiefördergesetz werden wir das großartige demokratische Engagement, das es tatsächlich überall in unserem Land gibt, endlich auch als Bund verlässlich und umfassend fördern können. Das ist der beste Schutz gegen Extremismus und gegen Angriffe auf politische Institutionen, die freie Wissenschaft und auf unabhängige Medien. Unser Anspruch war, das Gesetz für die demokratische Zivilgesellschaft und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft zu entwickeln. Für die sehr engagierte Beteiligung vieler Organisationen und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern möchte ich mich deshalb auch nochmal im Namen von Frau Paus ganz herzlich bedanken. Ihre Vorschläge in dem breiten Beteiligungsprozess, den wir hatten, waren für uns bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs sehr maßgeblich und sehr hilfreich. Mit dem Demokratiefördergesetz erhält der Bund auch erstmals eine gesetzliche Grundlage, mit der er eigene Maßnahmen durchführen und zivilgesellschaftliche Projekte zur Förderung unserer Demokratie unterstützen kann. Im Rahmen der verfassungs- und haushaltsrechtlichen Vorgaben wollen wir Projekte im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention nachhaltig, verlässlich und vor allen Dingen bedarfsorientiert unterstützen. Damit schaffen wir mehr Planungssicherheit für die zivilgesellschaftlichen Projekte und Initiativen. Deshalb ist das Demokratiefördergesetz ein elementarer Bestandteil der großen Anstrengung, die wir uns seit Beginn dieser Wahlperiode zur Stärkung unserer Demokratie vorgenommen haben. Meine Damen und Herren, unsere Demokratie lebt vom Engagement der vielen Millionen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die sich Tag für andere einsetzen. Viele davon im Ehrenamt. Ihnen allen stärken wir den Rücken. Für Sie wird dieses Gesetz sehr wichtig sein. Wir wollen die Demokratie von innen heraus stärken, durch demokratisches Engagement, politische Bildung und Extremismusprävention auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch konsequent handelnde Strafverfolgungsbehörden auf der anderen Seite. Beides gehört gerade für mich als Bundesinnenministerin immer zusammen, denn nur so können wir unsere Demokratie nachhaltig schützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Stempel. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an beide Ministerinnen. Uns sagen Initiativen, dass sie auch nach dem neuen Gesetz ihre Fördermittel wieder jährlich beantragen müssten und dass sie dann wieder die Situation haben, dass sie im September nicht wissen, ob sie ihre Mitarbeiter im Januar noch finanzieren können. Ist das richtig? Und wenn das so wäre, warum? Danke. Es ist richtig, dass mit diesem Gesetz erstmal zu den Fragen der Förderrichtlinie nichts Konkretes geregelt ist, sondern das ist ein übergeordnetes Gesetz. Die Förderrichtlinien werden wir dann im nächsten Jahr angehen, übrigens auch wiederum in einem breiten Beteiligungsprozess mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und richtig ist auch, dass wir mit diesem Gesetz jetzt nicht plötzlich aus Projektförderung institutionelle Förderung machen. Aber, und richtig ist auch, dass eben mit diesem Gesetz jetzt nicht jedes einzelne Projekt automatisch eine dauerhafte Finanzierung hat. Aber mit diesem Gesetz haben wir eine rechtliche Grundlage, dass es eben grundsätzlich diese Förderung gibt. Und damit gibt es jetzt eben damit eine klare Perspektive für längerfristige Förderungen von Projekten und von verschiedensten Programmen, die wir ja haben und die wir auch weiterentwickeln. Also ich kann das nur ergänzen. Förderrichtlinien kommen erst noch. Da werden wir die Details regeln. Das ist ja quasi ein Rahmengesetz, womit wir erstmalig überhaupt gesetzliche Grundlagen geschaffen haben für diese zivilgesellschaftliche Arbeit. Das muss man ja einfach als Wert auch nochmal betonen und herausstellen. Und übrigens auch für unsere eigenen drei Projekte, die Frau Paus in ihrem Haus, ich in meinem und Hubertus Heil als Arbeitsminister in seinem Haus hat zur Demokratieförderung. Auch diese werden damit ja erstmalig auf gesetzliche Füße gestellt und damit auch dauerhaft verstetigt. Und Frau Paus hat schon gesagt, wir haben aber die Möglichkeit, mit diesem Gesetz tatsächlich die Perspektive der dauerhaften Förderung so anzulegen. Zusatz? Können Sie denn sagen, dass diese Förderrichtlinien dann so gestaltet werden, dass zum Beispiel auch eine mehrjährige Förderung möglich wird? Also dass ein Projekt, wo Sie sagen, das ist so wichtig, nicht nur ein Jahr finanziell gefördert wird, sondern von vornherein gleich 2 oder 3 Jahre?
Das ist grundsätzlich möglich und wir haben damit jetzt tatsächlich eine verlässlichere Grundlage. Die Wahrheit ist ja, dass vorher das eine oder andere ja durchaus auf einer prekären Grundlage gewesen ist und wir kommen jetzt raus aus der reinen Modellprojektfrage. Von daher, das ist in der Tat so, dass wir auf mehrjährige Förderungen dann gehen können. Was teilweise jetzt auch schon der Fall ist, aber was dann noch eine bessere gesetzliche Grundlage hat. Dann machen wir weiter in der Mitte hinter. Frau Kollegin, Sie sind dran. Ich bin Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung. Eine Frage an Sie beide. Das zielt ja auf ein Problem ab, Ihr neues Gesetz, das ja offensichtlich schon sehr akut ist. Was würden Sie denn sagen, wie schnell können denn diese Projekte und diese Maßnahmen, die Sie jetzt fördern, in irgendeiner Form Wirkung zeigen? Also wir haben jetzt beide schon darauf hingewiesen, es gibt ja bereits Projekte. Das größte Programm in meinem Hause ist das Programm Demokratie Leben. Mit diesem Programm Demokratie Leben fördern wir aktuell rund 600 verschiedenste Initiativen. Frau Faeser hat in ihrem Haus was, sie hat darauf hingewiesen, auch im Bereich Arbeits und Soziales gibt es entsprechende Projekte. Also dass es jetzt noch nichts gibt, das ist nicht der Fall. Auch die drei Beispiele, die ich genannt habe, die gibt es ja schon, aber die können jetzt eben auf eine andere Grundlage gestellt werden und können eben auch noch breiter Wirkung entfalten, indem wir sie eben vergrößern können, weil eben tatsächlich wir jetzt gemerkt haben, wie wichtig die Arbeit vorher schon war, aber wie stark auch jetzt der akute Bedarf ist, das auch entsprechend zu verbessern. So, also von daher ist schon was da und es hat eben schon viele Modelle gegeben, wo wir festgestellt haben, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Es hat ja jetzt auch schon entsprechende Evaluierungen gegeben und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir jetzt mit dem Gesetz das auf eine längerfristige, bedarfsorientierte und vor allen Dingen auch altersunabhängige Basis stellen können. Das wäre mir nochmal wichtig. Also insbesondere in meinem Haus war es ja so, dass das Programm Demokratie Leben bestand auf der Grundlage des Kinder- und Jugendplans. Das heißt, wir durften tatsächlich nur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene fördern. Also alle Beratungsstrukturen mussten sich ausrichten auf diese Personengruppe. Wir wissen aber, dass das Thema Demokratiefeindlichkeit keins ist, was sich auf Kinder und Jugendliche erstreckt. So, von daher ist es, glaube ich, überfällig, dass wir unsere Angebote an alle Altersgruppen auch richten dürfen. Das ist das eine, Altersunabhängigkeit. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir dort auch überall jetzt unterstützen können, was zivilgesellschaftliche Arbeit betrifft. Wir haben unsere eigene Arbeit und ich möchte an der Stelle natürlich nochmal meine Bundeszentrale für politische Bildung auch nennen, die ja sehr wertvolle Arbeit jetzt schon leisten, auch zur Demokratieförderung. Und auch angesichts der neuen Bedrohungslagen, die nicht ja erst seit letzter Woche so ist. Ich hatte ja bewusst darauf hingewiesen, dass gerade diese Verschwörungsideologien ja während der Corona-Pandemie und insbesondere letztes Jahr, als ich mein Amt übernommen habe, sich manifestierten auf der Straße bei diesen täglichen Protesten gegen die Impfpflicht und auch, ich sag mal, Züge gezeigt haben, die nicht gut waren, wo wir schon frühzeitig interveniert haben. Deswegen haben wir beispielsweise dort auch schon ein Programm aufgesetzt, miteinander reden, um das auch abzufangen und dort Angebote auch selbst zu schaffen über die Bundeszentrale der politischen Bildung. Aber das, was wir jetzt machen hier mit dem Demokratiefördergesetz, ist für die Zivilgesellschaft so entscheidend. Dass die Zivilgesellschaft einfach verlässlichere Rahmen bekommt. Das Problem der Zivilgesellschaft war oft, dass sie darauf angewiesen waren, dass die öffentlichen Haushalte das Geld vorhalten konnten und sie Unsicherheit hatten, ob sie von einem Jahr über das nächste kamen und dadurch auch dauerhaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einstellen konnten. Und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, über dieses Gesetz das zu verstetigen, zu verändern, ist einfach ein gutes Signal für die Demokratieförderung in unserem Land. Nachfrage. Ich wüsste gerne, vielleicht können Sie grundsätzlich sagen, wo denn aus Ihrer Sicht die Ursache dieses ganzen Problems liegt. Also Sie haben die Pandemie schon angesprochen, weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, oder was ist denn aus Ihrer Sicht schiefgegangen in der deutschen Demokratiepolitik? Also was ich glaube, was vernachlässigt wurde, ist politische Bildung in den Bildungssystemen. Ich glaube, dass das Abbauen von politischer Bildung im Unterricht ein Fehler war. Sie haben gesehen, dass dort, wo Unterricht ausgefallen ist, häufig die politische Bildung drunter gelitten hat, die Programme nicht mehr so aufgesetzt waren wie früher. Vielleicht hat man sich auch zu sicher gefühlt. Man dachte, die Demokratie funktioniert sehr gut, wir leben sehr lange ohne Krieg, es gibt keine Bedrohung von außen. Ich glaube schon, dass man in verschiedensten Bereichen sieht, dass man da vielleicht nicht gut genug gewappnet hat, generell vor diesen Gefahren. Ich habe immer gesagt, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sie muss ja immer erkämpft werden.
schon immer sehr ernst gemeint, aber dieser Tage gilt es natürlich noch mal mehr, wo wir gemerkt haben, dass unter der Pandemie, wo viele Menschen auch tatsächliche Einschränkungen hatten, wenn sie beispielsweise ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten, das gab es ja, ich erinnere mal daran, was das ja auch für Situationen erstmalig für Menschen waren, und unter diesen Einschränkungen leiden mussten und jetzt merken durch den Krieg, was es für sie in ihrem Umfeld bedeutet, dass man eben Menschen resilienter macht und so stärkt, dass sie für Extremisten nicht ansprechbar sind. Herr Jung, da sind Sie. Ich habe es gelernt, dass das Grundproblem bleibt, nämlich dass die kurzatmigen und unsicheren Förderungen weiterhin möglich sind und nur längerfristige Sachen auch möglich sind. Warum eliminieren Sie nicht dieses Grundproblem dieser kurzfristigen Förderung? Warum, wie Frau Paus ja gerade gesagt hat, warum gibt es keine institutionelle Förderung? Warum gehen Sie nicht weg von diesem Grundproblem Projektförderung? Wir schaffen jetzt heute erstmal den Rahmen mit dem Demokratiefördergesetz. Und die andere Frage ist eben tatsächlich, was brauchen wir an dauerhaften Strukturen in Deutschland? Und ich finde, das wird sicherlich etwas sein, was wir im Zusammenhang mit den Förderrichtlinien dann intensiv auch diskutieren werden. Aber die Wahrheit ist natürlich, das hängt am Ende dann auch wieder an den Fragen des Haushaltes. Die Frage der institutionellen oder Projektförderung ist eben eine Frage sozusagen, wie viel Geld können wir auch dafür zur Verfügung stellen? Und es gilt eben auch nach wie vor mit diesem Gesetz die Bundeshaushaltsordnung. Und es gilt nach wie vor das Prinzip in der Bundesregierung, dass mit jeder neuen Institution, die gefördert wird mit institutioneller Förderung, eigentlich eine andere Institution aus der institutionellen Förderung herausfliegt. So, von daher sind dafür andere Fragen dann zu klären und dafür bräuchte es dann vielleicht nochmal eine Gesamtevaluation der Situation. Ich bin froh, dass wir heute das Demokratiefördergesetz vorlegen, weil wir damit eben tatsächlich die de facto prekäre Situation der Projekte und der Maßnahmen, die wir haben, rechtlich absichern. Und weil wir damit eben ermöglichten, tatsächlich die längerfristige Förderung. Und wenn man sich nochmal insgesamt anschaut, das gibt es ja in vielen Bereichen, die Frage der institutionellen Förderung oder Projektförderung, dann wissen Sie auch, dass es grundsätzlich schon auch gut ist, dass es immer beides gibt. Sowohl institutionelle Förderung als auch Projektförderung. Auch wenn jedes Projekt gerne möchte, dass es institutionell gefördert wird, ist es auch wichtig, dass wir auch aktuellen Entwicklungen dann auch jeweils begegnen können. Und deswegen, glaube ich, sind wir gut beraten, auch einen Mix zu haben und auch genau zu schauen, sozusagen, sind alle Förderungen, die wir haben, noch genau die, die wir heute brauchen, oder brauchen wir gerade für aktuelle Entwicklungen vielleicht auch andere Dinge? So. Aber erstmal haben wir jetzt einen verlässlichen Rahmen und ich habe ja bei meinen drei Beispielen, die ich gewählt habe, darauf hingewiesen, dass das jetzt gerade Punkte sind, wo ich mich freue, mit diesem Gesetz dann tatsächlich die Möglichkeit zu haben, auch längerfristig zu fördern, weil wir diese Beratungsstrukturen brauchen, sowohl was die mobile Beratung angeht, als auch was die Beratung von Opfern beispielsweise angeht, die eine längere Begleitung brauchen, etc. Da gibt es verschiedene Dinge, die wir sehr wohl bewegen und die sicherlich im Rahmen der Förderrichtliniendebatte im Zusammenhang mit der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft nochmal erörtert werden. Auch die Altersgrenze, also gerade bei Demokratie leben, was viele Projekte ja betrifft, Frau Paus hat es angesprochen, 600 Stück in ganz Deutschland. Wir haben das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe, was bei der Bundeszentrale für politische Bildung angesiedelt ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dass wir erstmals verlässlich überhaupt gesetzliche Grundlagen dafür haben, dass der Bund agieren darf, auch für unsere eigenen Projekte, ist schon wichtig. Es ist ein ganz wichtiger Bereich. Und der zweite wichtige Bereich ist eben, dass wir der Zivilgesellschaft dort andere Perspektiven bieten können. Jetzt kommt das auf die Details in den Förderrichtlinien an. Zusatz, Herr Jung? Paus meinte gerade, dass Demokratiefördern auch eine Haushaltsfrage ist. Das ist dann in der heutigen Zeit. Sie meinten gerade, dass Demokratiefördern auch eine Haushaltsfrage ist. Das ist natürlich eine traurige Tatsache. Mich würde nochmal interessieren, wird das es eine... Das war ja Ihre Frage. Also Ihre Frage war ja, warum finanzieren wir nicht dauerhaft? Da geht es um Finanzierung. Ja, es ist traurig, dass Demokratiefördern eine Finanzierungsfrage ist. Wird es eine Extremismusklausel geben im Gesetz? Nein. Nein. Es gibt keine. Es gibt nur den Paragraphen 5, der Fördervoraussetzungen hat. Und es gibt keine Extremismusklausel. Dann ist Frau Abbas dran.
Ja. Also ich habe verstanden, dass Sie jetzt eine Grundlage geschaffen haben für die Förderrichtlinien, die jetzt noch kommen, und dass Sie priorisieren möchten. Also habe ich Sie richtig verstanden, dass künftig nicht jedes Projekt grundsätzlich die Möglichkeit einer mehrjährigen Förderung genießen kann? Und wenn ja, welche Kriterien setzen Sie da an? Also wie wollen Sie priorisieren? Ich kann das noch mal wiederholen. Heute haben wir als Kabinett das Demokratiefördergesetz verabschiedet, was erstmal eine rechtliche Grundlage schafft, damit wir eben eine längerfristige Förderung auch machen können. So, das ist das, was das Gesetz jetzt macht. Eine verlässliche Finanzierung, die es vorher so nicht gegeben hat. Eine, die auch altersunabhängig ist und eine, die jetzt eben auch, weil sie eben einen Rahmen spannt, uns auch ermöglicht, die Programme bedarfsorientierter anzupassen. Davon unabhängig oder danach kommt der Schritt der Förderrichtlinien. Also wofür genau, welches Programm mit welches Geld ausgegeben. So, die Förderrichtlinien in der Tat, die schauen wir uns, die es gibt, die schauen wir uns nochmal an. Und die werden wir eben gemeinsam mit der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft anpassen. So. Und da will ich dem heute auch gar nicht vorgreifen. Deswegen mache ich heute keine Priorisierung. So. Ich kann nur sagen, dass das, was aufgebaut worden ist, dass wir gerade heute sehen, ich habe das eine Beispiel genannt mit dem Handbuch zum Umgang mit Reichsbürgerinnen beispielsweise, ja, was eben gerade bei kleinen Kommunen und so ganz, ganz wichtige Arbeit geleistet hat in den vergangenen Jahren, was Deutsche damals schon deutlich gemacht hat, dass es eben nicht irgendwelche Spinner sind, sondern dass es sehr, sehr wohl sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. So, solche wichtige Arbeit, die ist bereits geleistet worden. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum so etwas nicht auch dauerhaft finanziert werden sollte. Ich habe das gleiche Thema gebracht bei der Frage der traumatisierten Opfer, ne, dass sie eben auch eine längere Begleitung brauchen. So. Trotzdem sind die Rahmenbedingungen erstmal so, dass der Haushalt für 23 jetzt erstmal verabschiedet ist. Und wir werden im kommenden Jahr die Förderrichtlinien gemeinsam diskutieren und dann überarbeiten, sodass wir davon ausgehen, dass ab 2024 wahrscheinlich angepasste Förderrichtlinien gelten werden. Zusatz? Und wie wollen Sie sicherstellen, dass nicht auch Projekte gefördert werden, die nur vortäuschen, die Demokratie zu unterstützen? Oder wird das alles im Laufe der Verhandlungen im nächsten Jahr dann festgelegt? Nee, dafür gibt es bereits schon. Genau. Da gibt es schon bereits eine funktionierende Praxis. Ich habe ja darauf hingewiesen, es gibt ja die Programme. Und da ist es auch jetzt schon so, dass sie natürlich, das ist ja die ganze Idee von Demokratieförderung, dass sie dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung einhalten, dass das Grundgesetz gilt. Aber dafür muss man nicht erst allgemeine Bekenntnisse abgeben, sondern das ergibt sich dann eben wie bei allen anderen Förderungen auch. Es wird eben überprüft, inwieweit das Geld ausgegeben worden ist für das, wofür es ausgegeben werden soll. Und wenn es für was anderes ausgegeben wird, dann wird es zurückgefordert, wie bei jeder anderen Förderung auch. Und das wird eng begleitet, evaluiert, wissenschaftlich und andererseits. Genau. Sie müssen ja über die Verwendung der Fördergelder Nachweise genau erbringen auch und auch im Vorfeld darlegen, für was es genau ist. Und das wird natürlich überprüft. Frau Buschow. Ja, knüpft genau da an, ist wahrscheinlich zum Teil meine Frage beantwortet. Ich frage trotzdem nochmal nach, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich das Verhältnis zwischen Rahmengesetz, wie Sie es genannt haben, und Förderrichtlinie richtig verstanden habe. Die Kriterien, wer gefördert wird, steht das im Gesetz oder steht das in der Richtlinie? Und wenn Sie sagen, die Richtlinie wird gemeinsam beraten, wer entscheidet die denn am Ende? Das Ministerium oder Ihre Ministerien oder wird die auch nochmal durch den Bundestag gehen? Die Förderrichtlinie wird nicht durch den Bundestag gehen, sondern sie wird von der Exekutive dann letztendlich entschieden werden, wie es auch ansonsten üblich ist. Aber wir wollen es eben, wie gesagt, in einem Prozess gemeinsam erarbeiten. Und die andere Frage war? Die Frage ist, wo die Kriterien für die Förderung festgelegt werden, im Gesetz oder in der Richtlinie? Die Voraussetzung erstmal im Gesetz und dann die Einzelheiten nochmal in der Förderrichtlinie. Genau. Also Voraussetzung ist, man muss gemeinnützig sein und man muss sich eben den Zielen der Demokratieförderung verpflichtet fühlen. Und das heißt eben in dem Bereich entweder Demokratieförderung, Extremismusprävention oder Vielfaltgestaltung aktiv sein. Dann machen wir wieder in der Mitte weiter. Sarah Frühhoff, ARD Hauptstadtstudio. Frau Faeser, Frau Paus, Sie sprachen jetzt oft von einer Verlässlichkeit
für die Projekte. Aber wie wollen Sie denn auch eine finanzielle Verlässlichkeit gewährleisten in den kommenden Haushalten? Also wir wissen, dass der finanzielle Druck auf die Haushalte hoch ist. Eine Zielmarke habe ich jetzt in dem Gesetz, eine finanzielle Zielmarke habe ich nicht gelesen. Also das ist ja ein allgemeines Thema. Also ich meine, es betrifft ja alle anderen Arbeitsbereiche auch, dass sie diesen Finanzvorbehalt haben. Also insofern im Rahmen dessen, was wir fördern wollen, werden wir die entsprechenden Fördermittel mit Sicherheit schon bekommen. Wir wollen ja keine Schlechterstellung, sondern im Gegenteil. Wir haben ja mehr Projekte auch schon aufgelegt, seit wir jetzt ein Jahr im Amt sind. Ich habe Ihnen eben eins vorgestellt aus der Bundeszentrale. Frau Paus hat welche benannt. Also insofern sind wir da ja schon besser unterwegs. Das ist der normale Gang der Dinge. Auch ich kann nicht unbegrenzt Bundespolizei einstellen, brauche dafür auch die entsprechenden Haushaltsmittel. Aber erstmalig ist es eben so, dass wir mit diesem Demokratiefördergesetz uns verpflichten, die Demokratie zu fördern. So, das steht da drin. Von daher verpflichten wir uns, etwas tun zu müssen. In welchem Umfang, in welchem Ausmaß, in der Tat, das ist wie immer dann die Frage des Haushaltsgesetzgebers. Aber erstmalig verpflichten wir uns tatsächlich, die Demokratie zu fördern im Rahmen von solchen Programmen. Das heißt, Sie werden sich dafür einsetzen, dass es nicht weniger Geld geben wird? Sie können das den Projektträgern versprechen? Absolut. Absolut. Ich denke, jetzt in diesen Zeiten wird es kein Mensch verstehen, ja, wenn wir da kürzen würden. Herr Mühle. Zu Recht angesprochen. Eine Frage geht an die Bundesinnenministerin. Frau Faeser, Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten jetzt ein Gesetz, das lange Jahre nicht möglich war. Ja. Und zwar Ihre Partei ja an 3 der letzten 4 Bundesregierungen beteiligt. Ja. Welcher Ihrer Koalitionspartner wollte denn Demokratie nicht fördern, dass dieses Gesetz nicht möglich war? Und dann würde ich Sie bitte noch um eine Einschätzung nachfragen. Wie nah verorten Sie die AfD oder Teile der AfD mit der Gruppierung oder der Gruppe der Reichsbürger? Danke. Also es liegt auf der Hand, wer das Demokratiefördergesetz in der letzten Legislaturperiode verhindert hat, nämlich CDU-CSU in der Koalition. Der erste Entwurf für ein Demokratiefördergesetz stammt aus dem, ich glaube, Juni 21 als konkreter Gesetzentwurf sogar schon. Und Frau Lamprecht war als Justizministerin das immer ein sehr wichtiges Anliegen, die das mehrfach versucht hat durchzusetzen in der letzten Koalition. Und da haben wir es leider nicht durchsetzen können. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass es jetzt in der neuen Koalition gelungen ist, diese erstmalig gesetzliche Grundlage zur Verfügung zu stellen. Auf Ihre zweite Frage, inwieweit die AfD in Reichsbürger-Szene verstrickt ist, das wird jetzt Teil der Untersuchung sein. Deswegen kann ich dazu jetzt noch keine spezifischen Aussagen machen, aber einen Bezug haben wir ja von letzter Woche, dass Sie offensichtlich beteiligt waren an dieser, zumindest mit der Bundestagsabgeordneten, die der AfD angehörte, der ehemaligen, die ja ganz eng verwoben war mit der Reichsbürgerszene. Insofern, dass es eine Verbindung gibt, ist klar. Wie weit die reicht, werden wir jetzt weiter untersuchen. Herr Jordan. Frau Faeser, da wir jetzt ins weitere Thema gehen, würde ich gerne fragen, ein Thema, ein Problem, an dem Ihr Haus schon länger knabbert, ist die Nutzung von verschlüsselten Chatdiensten durch Extremisten. Jetzt soll es ein Positionspapier vom Ministerium geben zur EU-Chat-Kontrolle, in dem angedeutet wird, dass man dieses Client-Side-Scanning, also die Überwachung auf Endgeräten der Nutzer, unterstützt. Ist das tatsächlich Ihre Position? Wie stehen Sie zu der Kritik Ihrer Koalitionspartner, dass das nicht kompatibel ist mit den Abmachungen im Koalitionspapier? Also Sie sprechen den CSA-Act ein, der ja wesentlich mehr umfasst. Es geht um die Bekämpfung sexuellen Gewalt gegen Kinder. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder wollen wir beide, da haben Sie gerade die richtigen vor sich, sehr eng auch überwachen und auch bekämpfen. Und ich glaube, dass der Rechtsstaat dort handlungsfähig sein muss. Deswegen finde ich erstmal den CSA gut, weil er etwas ersetzt, was es jetzt gibt. Sie haben jetzt bereits die Möglichkeit, Seiten durchzuscannen und darum geht es. Mir geht es um das Seiten durchscannen, nicht um auf dem privaten Endgerät, sondern um Seiten, die beispielsweise in den sozialen Medien sind. Das geht im Moment über die Privacy-Richtlinie, das läuft aber aus. Deswegen gibt es den CSA, um da eine andere Form von zu haben. Und Chatkontrollen, die ja die Kontrolle von verschlüsselter Kommunikation betreffen, habe ich schon immer abgelehnt und das auch in aller Deutlichkeit. Das möchte ich nicht. Dann ist Herr Stempfle dran. Ja, es tut mir leid, wenn ich dieses leidige Thema Geld nochmal ansprechen muss. Aber Sie haben jetzt gesagt, es soll nicht weniger gefördert werden als bislang. Warum kommen Sie dann der Forderung nicht nach,
diese Zahl 500 Millionen reinzuschreiben. Dann hätte man es ja festgelegt. Dann müssten sich künftige Haushalte immer an dieser Zahl orientieren. Also ich finde es sehr dann müssten wir es aber jeweils ändern. Dann müssten wir jedes Mal das Gesetz ändern, wenn wir mehr ausgeben würden beispielsweise. So. Und das würden wir nicht wollen. Da hat die Finanzpolitikerin gesprochen und völlig recht. Auch wenn man mindestens 500 Millionen schreiben würde. Was geht denn nur darum, dass nicht eine gewisse Zahl unterschritten wird? Ja, aber wo fangen Sie denn an? Wo hören Sie auf? Also es gibt ja auch andere Bereiche. Lege ich dann demnächst in anderen Gesetzen auch Mindestleistungen fest? Also das wird in einem demokratischen Rechtsstaat schwierig gehen. Der Haushaltsgesetzgeber ist der Deutsche Bundestag und die haben die Haushaltshoheit. Also es wäre tatsächlich sehr ungewöhnlich. Mindeststandards in Gesetzen macht man durchaus mal, aber jetzt feste Summen reinzuschreiben, das macht man, wenn man eine Stiftung errichtet oder so, ja, dann geht es um entsprechende Summen. Aber wenn es um einfache konsumtive Mittel im Haushalt geht, per Gesetz das festzuschreiben, würde mich interessieren, ob das schon mal stattgefunden hat. Ist mir ehrlich gesagt neu. Unüblich, sehr unüblich. Dann ist Herr Jung dran. Frau Faeser, nochmal zu Ihrem Positionspapier. Also in Ihrem, da steht drin, dass Sie am Client-Side-Scanning festhalten wollen. Und das ist eindeutig eine Technologie, die E-Mails und Messenger-Dienste dazu möglich ist, dass es anlasslos und massenhaft überwacht werden kann. Hier geht es konkret in Ihrem Papier um Chat-Kontrolle. Ist das aus Ihrer Sicht demokratieförderlich? Nein, es geht nicht um Chatkontrolle. Ich sage das wiederholt. Ich habe auch immer wieder gesagt, dass ich persönlich keine Chatkontrolle möchte. Aber so, Ihr Ministerium? Punkt. Nein, nicht mein Ministerium. Das steht da auch so nicht drin, was Sie da zitieren. Es steht drin, dass wir uns dem Client-Side-Scanning nähern können. Aber da geht es nicht darum, diese Technik auf privaten Endgeräten zu installieren. Nochmal zur Klarstellung. Bitte interpretieren Sie nicht etwas rein, was nicht drinsteht. Ich habe nur gelesen, was da drin steht. Frau Paus, ich habe noch eine Frage. Fördert eigentlich die letzte Generation unsere Demokratie? Herr Haldenwang, unser Verfassungsschutzpräsident, hat ja gesagt, dass die letzte Generation die Funktionsträger zum Handeln auffordert und damit zeigt die letzte Generation, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert. Also fördert die letzte Generation unsere Demokratie? Ich verstehe, dass die letzte Generation ungeduldig ist. Auch ich hätte mir andere Ergebnisse vorstellen können. Und auch ich weiß, dass wir derzeit mit unseren Maßnahmen noch nicht wirklich die Ziele, die wir haben, gemeinsam erreichen. Und ich kann nachvollziehen, dass es da eine gewisse Verzweiflung auch gibt, gerade aus Perspektive der jungen Generation, die ja nur wissen sozusagen, was es bedeutet für sie 2050, wie alt sie dann sind und wie alt andere Menschen sind oder vielleicht auch nicht mehr auf dem Planeten sind. So. Aber trotzdem ist es richtig, dass dort eben durchaus Mittel gewählt werden, die jetzt ja zu entsprechenden Durchsuchungen geführt haben in Bezug auf den Fall Schwedt und auch die eine oder andere Klebeaktion auf Autobahnen ist ja auch strafrechtlich ordnungswidrigkeitsmäßig unterschiedlich zu bewerten. Mein Eindruck ist, dass die große Zustimmung und Unterstützung, die die Klimabewegung hatte, die Fridays for Futures hat, dass diese solche Aktion jetzt sich nicht verbessert hat. Das ist erstmal sozusagen eine politische Einschätzung. Und zu den rechtlichen Einschätzungen muss ich klar sagen, irgendwelche hysterischen Ausrufe von Klimaraff und so sind völlig daneben und völlig überzogen. Auf der anderen Seite sind aber diejenigen, die eben natürlich mit Grenzüberschreitungen spielen, tun das dann ja hoffentlich auch in dem Bewusstsein, dass sie Grenzüberschreitungen machen, die dann entsprechend auch geahndet werden. Und die genauen Geschichten in Bezug auf Schwedt und so weiter, die werden wir sicherlich uns alle miteinander jetzt nochmal anschauen. Da hat es jetzt entsprechende Untersuchungen gegeben. Und jeder einzelne Fall muss natürlich einzeln entsprechend bewertet werden, entsprechend unserer Rechtsordnung. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob die letzte Generation aus Ihrer Sicht unsere Demokratie fördert, weil sie die ernst nehmen. Die letzte Generation, ich würde nicht sagen, dass sie automatisch die Demokratie fördert, weil sie derzeit Grenzüberschreitungen macht und mit unserem Rechtsstaat spielt.
Und deswegen bin ich schon der Meinung, unser Rechtsstaat hat andere Möglichkeiten und es gibt auch andere Möglichkeiten der Protestformen. Und wie jetzt jede einzelne Protestform zu bewerten ist, wie gesagt, da gibt es eben ja Unterschiede, wie der Fall Schwedt beispielsweise im Verhältnis zu Autobahnklebern zeigt. Und deswegen würde ich diese pauschale Äußerung, die Sie getan haben, der würde ich mich nicht anschließen. So. Aber richtig ist, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung verzweifelt ist angesichts der derzeit noch nicht gut erreichten Ziele. Gibt es weitere Fragen? Frau Abbas. Nochmal zurück zum Gesetzentwurf. Diese altersunabhängige, also dieser Aspekt mit altersunabhängig, also dass Sie das quasi die Gruppe ausweiten wollen, soll das dann mit dem Inkrafttreten des Gesetzes schon gelten? Also wird das dann automatisch für Erwachsene geöffnet oder passiert das alles auch erst, wenn die Förderrichtlinien dann durch sind? Das ist mir noch nicht klar. Also was ändert sich denn jetzt genau mit dem Gesetz nur? Na, Sie haben erstmals eine gesetzliche Grundlage überhaupt für diese Förderung. Sie hatten ja bisher keine. Genau. Ne? Eins nach dem anderen. Konkrete Zuwendungsbescheide gibt es aufgrund von konkreten Förderrichtlinien. So, die Förderrichtlinien, die werden wir erst ändern, wenn wir das Gesetz beschlossen haben. So. Und das wird dann auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. So, deswegen gehe ich davon aus, dass wir aber spätestens mit dem Haushalt 24 dann auch die Altersunabhängigkeit hinbekommen. Okay. Also das kommt dann auch. Mhm. Ja. Weitere Fragen? Aber erstmal muss auch der Bundestag das Gesetz noch beschließen. Und muss das, ist das zustimmungspflichtig? Nein, das ist nicht zustimmungspflichtig. Weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen, meine Frau Ministerin. Wir haben die Zeit eingehalten. Frau Faeser kann ihre Termine einhalten. Ich danke Ihnen und einen schönen Tag. Vereine und Organisationen, die sich für die Stärkung der Demokratie und die Prävention von Extremismus einsetzen, sollen künftig längerfristig und vor allen Dingen verlässlich finanziell ausgestattet werden. So sieht es der Gesetzesentwurf Demokratieförderungsgesetz vor, den die Innenministerin Faeser und die Familienministerin Paus gerade vorgestellt haben. Eine wichtige Initiative, kann man sagen, gerade vor dem Hintergrund der Vorkommnisse der letzten Woche. Bei den Razzien gegen die sogenannte Reichsbürgerszene sind offenbar deutlich mehr Waffen sichergestellt worden als bislang bekannt. Das ergaben die nicht öffentlichen Sendersitzungen des Innen- und des Rechtsausschusses.